Der Kardinal persönlich öffnet den Ermittlern das Tor. Es ist 8 Uhr an der erzbischöflichen Residenz mitten in Köln. Lange wurde sie geplant, die Durchsuchung im Kölner Erzbistum. Heute ist es soweit. Staatsanwaltschaft und Polizei fahren direkt an mehreren Standorten vor. Auch am Kurienhaus in direkter Nachbarschaft zum Dom treffen um 8 Uhr Vertreter von Staatsanwaltschaft und Polizei ein. Während Touristen die Kathedrale fotografieren, läuft diese ungewöhnliche Aktion eine Razzia in der katholischen Kirche. Es geht um solche Dokumente mit brisantem Inhalt eines Priesters und dessen sexuellen Neigungen zu Messdienern. Solche Briefe wurden den Medien zugespielt. Die Kölner Staatsanwaltschaft hätte diese Schreiben auch gern im Original. Es geht um die Frage, was der Kölner Kardinal über den Priester wusste. Wölki selbst sagte unter Eid, dass ihm wichtige Punkte nicht bekannt gewesen seien. Dabei unterschrieb er zum Beispiel vor Jahren einen Brief, in dem genau diese Punkte, Saunabesuche mit Jugendlichen, sexuelle Annäherungen, beschrieben waren. Hatte er tatsächlich nur unterzeichnet und nicht gelesen? Die Durchsuchung heute ist an einigen Standorten bereits beendet, wie hier am Kurienhaus am Dom. Die Staatsanwaltschaft äußerte sich heute nur schriftlich und bestätigt, dass die Aktion mit den Meineidsermittlungen im Zusammenhang steht. Und sie sagt auch ganz klar, dass die Unschuldsvermutung gelte. Mein Kollege Jochen Hilgers hat heute Morgen als unser Reporter mit angesehen, wie die Ermittler bei Kardinal Wölki klingelten. Jochen, wie wirkte Wölki? War er überrascht? Ja, er wirkte wirklich verdutzt und man muss sich das auch mal vorstellen. Beim Kardinal klingelt es morgens. Es dauert ungefähr 10 Minuten, bis dann tatsächlich jemand kommt. Es kommt kein geringerer als der Hausherr selbst und eröffnet Polizei und Staatsanwaltschaft dann die Tür. Und dieses Verdutztsein, das hatte ich schon mal empfunden. Das war im März bei diesem Prozess, der eigentlich Auslöser war für das Ganze, was dann folgte. Verdutzt war der Kardinal, dass man dem Schwur, so wahr mir Gott helfe, eines Kardinals nicht geglaubt wird, dass man dahinter fragt. Das hat ihn, glaube ich, genauso erstaunt wie der heutige Besuch. Und das ist ja nicht der Besuch irgendeines, sondern das ist der Besuch von Menschen, die einem quasi bis ins Schlafzimmer steigen und dort nach Beweismaterial suchen, wichtigem Beweismaterial in diesem Strafverfahren. Was bedeutet diese Razzia jetzt für den Kardinal? Ich denke, dass die Entscheidung jetzt im Vatikan fallen wird, in vielleicht nicht allzu ferner Zukunft, dass man sich dort überlegt, dass eine Razzia dann doch eines Guten zu viel ist, dass man das nicht mehr tolerieren werden wird. Und man muss auch tatsächlich sagen, hier ist eine Eskalationsstufe erreicht worden, die wirklich unvergleichlich ist. Vor allen Dingen unvergleichlich in der Geschichte des Erzbistums Köln. Und wir haben auch von Kardinal Wölki ja schon einiges erlebt, aber das schlägt dem Fass tatsächlich den Boden aus. Und ich würde fast prognostizieren, dass das heute Tag 1 war, und zwar Tag 1 des Ende des Kardinals Wölki. Dankeschön für diese Informationen und Einschätzung. Live aus Köln war das Jochen Hilgers.